bestimmt noch mehr drin, komm. Sag ich doch. Die Hackschnitzel werden uns auch noch mal ein bisschen Geld bringen. Darum machen wir ja das Ganze. Ups. Nicht so. Ich hoffe mal ein bisschen mehr. Nicht zu knapp Geld. Ich glaube, ich mache die hier alle dann klein. Sogar in der Mühle ist eine Animation drin. Vom Mühlsteinrad oder so, irgendwie so, wie das heißt. So, jetzt komm. Das ist ja der doofe Punkt. So. Komisch. So, da werden wir jetzt auch weitermachen. Wir werden die Bäume hier voll soweit abholzen. Und dann häckseln. Gutes Geld. Bisschen Energie erzeugen. Kann ja nicht schaden, oder? Und dabei auch noch Geld zu verdienen, ist ja perfekt. Beim Fahrtleuchtenhändler sind sämtliche Maschinen und Geräte von Newland für kurze Zeit billiger zu haben. Angebot läuft 24 Stunden. Oh, der zählt auch. Minus für... Oh, 20%, Alter. Das ist aber mega. Den Ballenwagen habe ich leider schon gekauft. Aber zum Beispiel hier. Meter. Kostet. Ist es schon ein reduzierter Preis? 49,60. Moment, Schneidwerk müssen wir schauen. Ja, das muss schon der reduzierte Preis sein, weil der ist ja normal teurer wie hier. Das heißt, wir brauchen 400.000. Sehe ich das richtig? Und wenn wir einen anderen Drescher verkaufen, dann kriegen wir auch nochmal was raus. So, wirft uns das, der Plan durcheinander. Kann der hier anhängen?
kann er nicht. Okay, egal. Wir fahren den hier zum Verkauf. Zurücksetzen funktioniert ja nicht, landet ja da drüben auf dem Feld. Wir verkaufen den hier und dann holen wir uns New Holland. Also, wie können wir sonst günstiger an den größten rankommen? 20% Rabatt ist schon ein ganzer Batzen Geld. Dauert halt eine Weile, bis wir jetzt da unten sind beim Händler. Aber das machen wir auf jeden Fall. Wirf meinen Plan für heute durcheinander. Ich wollte ja eigentlich ein bisschen Hackschnitzel produzieren. Aber so ist es manchmal. Stattdessen sitzen wir jetzt im Mähdrescher und fahren zum Job. Und geben noch mehr Geld aus. Nur überlegen, ob ich erst die Hackschnitzel dann noch mache. Ich meine, wir haben 24 Stunden Zeit. Ich denke, da machen wir gemütlich die Hackschnitzel noch. Und dann müssen wir nicht so viel Kredit aufnehmen. Ist vorteilhafter für uns. Eigentlich sollten wir gleich noch ein Maismähwerk kaufen. Müssen wir mal gucken, ob uns dafür unser Geld dann reicht. Weil wie gesagt, 20%, das kriegt man nicht mehr so schnell. Gehen wir halt wieder auf Shoppingtour. Ich hoffe mal, der Laden hat noch eine Weile offen. Ups. Nicht, dass uns nachher wieder das Equipment... wobei... Doch, wir brauchen das Equipment. Für das Feld 47. Ja, muss ich es halt gleich rausstellen. So einen hohen Rabatt habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. 20%. Aber kommt mir gerade gelegen eigentlich. Ich meine, der Mähdrescher hier war groß genug. Hat uns auch für die kurze Dauer, die er bei uns war, gute Dienste geleistet. Aber wenn es größeres Equipment geht, gibt, warum soll ich da nicht zugreifen? Das Schiff sagt uns gar nicht Hallo. Ich weiß nur noch nicht, ob ich für das Mähwerk auch einen Ladewagen brauche. Also einen Anhänger. Den Mehrwerksladen, Wagen, Laden. Engine Speed 1898. Nur 2000 Umdrehungen. So, verkaufen. Guck mal, der hat schon, da haben wir schon fast den Kaufpreis drin. Den hier brauchen wir. Wenn ich jetzt da hinten noch einen anderen Traktor hole, das wäre einfach viel zu lange. Deshalb nehmen wir den, der hier vor Ort ist. Und selbst wenn der Mähdrescher, der Schneidwerk keine Radfunktion hat, hoffe ich doch umso mehr, dass der Mähdrescher eine Anhängerkupplung hat.
Oh, der zieht aber, der schiebt aber. Hier ist übrigens eine Wiese, da könnte man doch Ballen machen. Das nächste Mal. Mal gucken, was das hier jetzt noch bringt, das Mähwerk. 62 oder so hat es gekostet. Oder das um die 60, 50, 60. Dann haben wir schon fast genug drin für den Drescher. Weil ich werde wahrscheinlich erstmal das Mähwerk holen. Zu schnell. Ich werde erst das Mähwerk holen, dann weiß ich nämlich, ob ich den Schneidwerkswagen brauche. Wenn wir den nämlich nicht brauchen, kann ich den auch wieder verticken. Gibt ja auch noch ein paar Kröten. Und das ist sehr vorteilhaft. Oh, das gibt's nicht. Realistic Mod habe ich drin. Aber ich glaube nicht den Engine Mod. Aber trotzdem ist es schwieriger, richtig zu fahren. So, ich fahre jetzt mal hier rein kurz. Hoffentlich komme ich gleich wieder raus. Und dann ab in den Shop. Schneidwerk. Natürlich das Größte. Meter, 12 Meter. Man kann die ja anscheinend alle zusammen. Der hat einen Ladewagen dabei. Perfekt. Man kann die ja, egal wie sie sind, anscheinend montieren. Das heißt, ein New Holland Mähwerk. Schneidwerk auch auf einen Case zum Beispiel verkaufen 7500 und 38 kostet das noch und wir haben ja schon das Schneidwerk gekauft, das heißt wir brauchen nur 50.000. Und dann sind wir im Soll. Für den Drescher. Ne, Quatsch, 100.000 noch ungefähr. Oh, der lädt aber ziemlich langsam ab. Nimmt der einen Kornschieber oder was? Nee. Mach mal ein bisschen schneller, bitte. Was bringt uns die Ladung? 25.000 vielleicht? Ein 17. Nicht ganz in das, was wir gedacht haben. Eieiei. Haben wir wieder einen Muggis zusammen hier. 18.000 knapp. Da brauchen wir aber noch ein paar Bäume.
Beziehungsweise. Ja, doch, noch ein paar Bäume brauchen wir. So, Attacke. Keine Zeit hier. Aber ich denke, auf jeden Fall in der nächsten Folge wird man genug Kohle zusammen haben für den New Holland Mähdrescher. Wir könnten es auch kurz uns borgen von der Bank. Aber das machen wir, glaube ich, nicht. Das Geld spare ich mir lieber, glaube ich, was ich dafür Zinsen ausgeben würde. Wir bringen das hier gleich weg. Dann ist das nämlich erledigt. Oh. Nein. Ja, immer dann, wenn man Gas geben will, wenn man Zeitdruck hat, dann passt's nicht. Dann geht immer irgendwas schief. Wir müssen halt auch das Feld am Auge behalten. Oh, Gerste haben wir 60.000. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Verkaufte Fahrzeuge. Ja klar, haben wir da viel. Ja, wir haben null Kredit. Das ist gut. Heißt, wir hätten eigentlich genug Möglichkeiten, uns einen Kredit zu holen. Ich weiß vor allem nicht, wann der Laden zumacht. Und wenn der Laden zumacht. Dann haben wir ein Problem. Weil ein Krieg war. Dann kriegen wir die Sachen hier wieder nicht runter. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Deshalb stelle ich das hier mal rüber an die Tanke. Schon mal. Oh, jetzt will der den Baum nicht nehmen. Kann ja wohl nicht sein. Aber ich nehme an, wir schaffen das nicht mehr in dieser Folge. Und das heißt einfach, wir kaufen den Mähdrescher in der nächsten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr bleibt mit dabei. Wenn es euch gefällt, Like, Abo oder Kommentar. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis dann. Ciao.